Und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Runde Knallhart aufgebraucht. Ein Video, was ich mal wieder unbedingt drehen wollte, damit endlich hier der Müll wegkommt. Also ihr merkt schon, die Einleitung zu den Videos dieser Reihe ist immer gleich. Insofern, los geht's. Also, ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr 2022 reingekommen. Und so nach dem Motto, alles neu macht das neue Jahr, habe ich mich jetzt hier auch hingesetzt und habe mir so ein fast schon frühlingsfrisches Make-up verpasst. Habe mir die Nägel lackiert. Schaut mal, ordentlich lackierte Nägel und das noch dazu in einem eher frischen Ton. Und eben dazu passend habe ich gedacht, der Müll muss rausgebracht werden. Deswegen steht dieses Mal das Video auch so unter dem großen Motto aufgebraucht und aussortiert. Ich habe nämlich ein bisschen was an Schminke aussortiert. Dazu kommen wir am Ende des Videos. Jetzt fangen wir aber erstmal an, ganz klassisch, mit all diesen Dingen, die auch noch weg müssen. Und wir arbeiten uns mal wieder vor, so von den etwas langweiligeren bis zu den spannenderen Dingen, also meiner Meinung nach. Und wir fangen mal an mit allem, was so im Bad steht und dann noch so ein bisschen Körperpflege und so. Und das Erste, was ich lobend erwähnen möchte, ist hier dieser Raumduft, der tatsächlich von der DM Eigenmarke Profissimo ist. Das ist hier so ein Glas, wo man dann solche Holzstäbchen reinstellt. Das war die Sorte Frische Zauber. Die sieht jetzt ein bisschen anders aus, denn wir haben das hier alle gemacht. Also es ist komplett verduftet und jetzt haben wir schon ein neues Glas gekauft und das war jetzt anders verpackt, deswegen war ich erst panisch und dachte, ist es schon wieder ausgelistet worden? Endlich mal ein Duft, der mir gefiel. Aber nein, das gibt es noch. Es ist jetzt, wie gesagt, nur mit einer neuen Umverpackung versehen worden. Ich finde, das funktioniert wirklich gut. Also meist funktionieren ja solche Dufterlebnisse am Anfang gut, wo man noch nicht riechtaub für sie geworden ist. Aber anfangs war das richtig klasse. Also wir sind ins Bad reingekommen und ich habe gedacht, es riecht frisch, es riecht gut. Es riecht nicht so parfümiert, sondern eher so wie frische Wäsche. Also wirklich toll. So, noch so was in der Richtung ist, was so ein bisschen, ich weiß nicht, too much information ist vielleicht, ist das hier. Und zwar ist das ein Cookie-Dent-Reiniger. Der ist eigentlich für Zahnersatzreinigungstabletten. Nein, also von uns hat glücklicherweise noch keiner künstliche Zähne oder Zahnersatz, aber ich habe so eine Aufbeißschiene zur Nacht und die muss gereinigt werden. Und ja, man kann das mit Seife machen, aber das ist, finde ich, viel angenehmer. Also ich hau immer ein so eine Tablette in ein Glas und dann meine Aufbeißschiene dazu, die ist so aus Plastik. Und dann kann man die danach sauber machen. Das dauert hier wirklich auch nur 3 Minuten. Ich habe schon eine andere Sorte gehabt. Da dauert das 20 Minuten, glaube ich. Und das riecht auch nicht so gut. Und war dafür, glaube ich, ein bisschen billiger. Aber seitdem nehmen wir immer die hier. Also meine Aufbeißschiene möchte gerne das Original von Cookie Dent. Einziges Manko an den Dingern ist, die haben hier oben so einen Deckel, den man so aufmacht, wie bei so Brausetabletten, sage ich mal. Ja, und wenn ihr den so in eine Schublade legt und nehmt das dann so raus, dann geht der sehr leicht ab. Ihr wisst gar nicht, wie oft mir diese Tabletten schon in die Schublade gefallen sind, was dafür gesorgt hat, dass diese Schublade jetzt immer sehr ordentlich und sauber geputzt ist, damit es nicht ganz so unhygienisch ist, wenn ich die Tabletten. Egal, ja? Also ihr wisst, was ich meine. Also, wenn ihr auch Bedarf an sowas habt, dann würde ich sagen, Cookie Dent sind die guten. So, und nachdem wir damit fertig sind, kommen wir mal zu den ganzen Badesachen. Ich habe hier zweierlei Badezusätze, die eigentlich für Babys gedacht sind. Einmal was von Pilaten, einmal was von Hip. Also, das sind so Badezusätze, die stehen da nicht bei den normalen Badezusätzen bei DM oder bei Rossmann oder so, sondern extra in so einer Babypflegeabteilung, wenn ihr danach sucht. Ich habe hier einmal ein Gute-Nacht-Bad von Hip und dann hier auch ein Gute-Nacht-Bad von Pinaten. Die riechen jetzt beide nicht wie so klassische Produkte aus dem Bereich für Erwachsene, also nichts mit Lavendel und irgendwie so Entspannungsbad. Die riechen meiner Meinung nach eigentlich nach so Babypflege halt. Aber irgendwie, naja, angeblich soll das irgendwie noch was drin haben, was entspannt und einen beruhigt einschlafen lässt. Ich fand, der Duft war gut. Ihr merkt schon, da ist relativ viel drin. Die kosten nicht die Welt. Und ich habe im Moment was von Rossmann, aber die würde ich wieder nachkaufen. Genau wie, tada da, ich habe tatsächlich endlich meine neue Lieblingsbadetüte entdeckt. Ich habe da immer eine Tüte gehabt, die meiner Meinung nach so ein bisschen nach Fruchtpunsch riecht und die reizarm formuliert ist, also nicht reizfrei, aber zumindest keine krasse Duftstoffbombe ist. Und die zwei hier stehen jetzt exemplarisch für, ich sag mal so, den kleinen Berg an Tüten, den ich mittlerweile von der Sorte alle gemacht habe. Und zwar sind die von Dresdner Essenz und die sind tatsächlich ohne deklarationspflichtige Duftstoffe.
Man höre und staune. Und genau diese Sorte riecht gut. Ehrlicherweise auch wieder so ein bisschen nach Fruchtpunsch, aber naja, jetzt habe ich Fruchtpunsch 1.0 und 2.0. So, und habe ich sonst noch irgendwas für den Körper oder so? Nein. Dann habe ich hier genau ein Produkt, was mal für die Haare war. Also ihr merkt schon, es gibt wieder keine Haarprodukte, weil ich plane immer noch so ein Aufgebraucht-Spezial in der Haarausgabe zu machen. Und da müssen die Sachen nochmal alle werden. Also das leert sich nicht so schnell wie andere Dinge. Ich habe hier aber von Kind of Rosy schon von einer ganzen Weile alle gemacht gehabt. Dieses Haaröl, also was sie rausgebracht hat, was mit Arganöl und Rose beworben wurde, also von Vanya. Da drin ist hauptsächlich Jojobaöl, Mandelöl und dann kommt Traubenkernöl und die anderen Öle, die hier draufstehen, naja, die sind weiter hinten. Und ich muss sagen, ich fand es schlecht. Also ich habe schon mal in einem anderen Video darüber geredet. Das war nett gemacht. Also schaut mal, eine schöne Verpackung. Also mit so einer Braunglasflasche mit einer Pipette, die übrigens super schlecht funktioniert hat, diese Pipette. Und es war ganz hübsch und es sollte ja angeblich gut riechen. Und da sind sogar deklarationspflichtige Duftstoffe drin und das hat gemufft. Also es hat von Anfang an gemufft und meiner Meinung nach liegt das daran, dass das Jojobaöl da drin schon so ein bisschen ranzig geworden war. Also nicht ranzig, aber in dem Sinne, das war nicht mehr so ganz fresh, weil ich benutze sehr oft Jojobaöl, zum Beispiel fürs Gesicht. Und da kaufe ich immer so ganz kleine Größen aus der Apotheke. Und genauso wie das riecht, wenn das ein bisschen drüber ist, genauso hat das hier gerochen. Also nicht gut. Wie gesagt, gemufft. Und ich finde halt dafür, dass das Produkt gerade erst rausgekommen war, als ich es mir bestellt hatte und dass es nicht billig war und ja eigentlich nur eine Ölmischung ist, dafür war es zu teuer. Ja, ich hätte es wahrscheinlich zurückschicken können. Ich habe gedacht, egal, wir schmieren uns das jetzt noch in die Haare. Aber nachkaufen würde ich das auf keinen Fall. So, dann kommen wir mal zu den Sachen. Ach, guck mal, hier ist noch eine Badetüte, die ich so bei der Gesichtspflege aufgebraucht habe. Also ihr merkt schon, ich habe hier so ein paar Sachen von Balea Beauty Effect. Das sind diese Sachen mit Hyaluronsäure. Da habe ich hier die Augengelpads, die finde ich echt super klasse. Meiner Meinung nach sind das die besten Augengelpads. Ich habe da noch ein paar andere Sorten ausprobiert gehabt. Das sind die besten, die würde ich dann wieder nachkaufen. Dann habe ich hier so eine Beauty Effect Hydrogelmaske und nochmal eine Hydrogelmaske. Wie? Ach, guck mal. Große, kleine. Konnte ich mich gar nicht daran erinnern, dass ich die zweimal hatte mit unterschiedlichen Verpackungen. Das ist identisch hier. Also, ich hatte die jetzt von Balea. Das sind solche, die so zweigeteilt sind. Also, das ist so komplett gelig. Da bekommt ihr einen Teil für den oberen Gesichtsteil und einen für den unteren Gesichtsteil. Und das ist sehr kalt, das ist super erfrischend. Ich glaube aber, ich fand die von Schäbens besser. Oder? Ich blende das hier nochmal ein, ja? Ich muss mal ganz kurz in meinen eigenen Blogpost stöbern. Ach, guck mal. Tada! Da ist die andere Maske, von der ich gesprochen habe. Das ist also von Schäbens auch so eine Hydrogelmaske mit Hyaluron. Und meiner Meinung nach fand ich die besser als die von Balea. Weil die hat einfach besser gehalten. Also die ist nicht so runtergerutscht und die hat auch von der Größe besser auf mein Gesicht gepasst. Und ich glaube, ich wollte mir merken für dieses Video, dass ich euch sage, die fand ich gut und die andere nicht. Also die würde ich nochmal nachkaufen. Grundsätzlich finde ich das Konzept aber cool. Also besonders, wenn ihr so im Winter Probleme habt mit früh aufstehen und naja, es ist dunkel und ihr werdet nicht so richtig wach. Da finde ich, da sind solche Hallo-Wach-Masken echt cool. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie eben so kalt sind. Ja. So, sonst gibt es bei der Hautpflege nur so die üblichen Verdächtigen, außer tatsächlich ein Produkt, was ich aussortiert habe, weil ich es nicht alle gemacht habe. Also hier wie immer Bioderma-Micellenwasser, ne, die große Pulle. Der Mitarbeiter benutzt das mittlerweile auch. Also er ist jetzt fast schon so richtig im Skincare-Junkie-Universum angekommen. Ich freue mich darauf, wenn dann endlich der Tag ist, wo wir quasi fast die identischen Produkte benutzen, weil, naja, da müssen wir alles nur einmal kaufen. Und dann habe ich aber hier von Bioderma eben auch so eine, oh Gott, meine Güte, ist das hell. So eine Reinigungsmilch gehabt. Und ich muss sagen, ich habe es nicht geschafft, die alle zu machen, bis die jetzt einfach mal abgelaufen war. Das soll ja auch super mild sein, steht extra drauf für Gesicht und Augen. Und ich muss sagen, nicht bloß, dass es dann so einen milchigen Film teilweise in meinen Augen gemacht hat, also dass man dann für so eine gewisse Zeit nicht so gut sehen kann. Es hat beim letzten Mal, als ich es benutzt habe, auch gebrannt. In den Augen. Soll ja eigentlich nicht sein. Da habe ich dann beschlossen, okay, vielleicht bist du schon schlecht und das würde ich nicht nochmal nachkaufen, weil das ist einfach nichts für mich. Ich benutze gerne Micellenwasser und Reinigungsöl und Reinigungsmilch ist einfach nicht so meins.
Komisch, weil früher habe ich eigentlich nur Reinigungsmilch benutzt und heute gar nicht mehr. So, was haben wir noch? Sonst auch wieder nur übliche Verdächtige, die ich alle nachgekauft habe. Also hier, Balea wieder, ihr merkt, ne? Also Balea ist so mit der Beauty-Effekt-Reihe, das ist so voll meins, ne? Nehmt mein Geld. Das ist hier dieses Hyaluronsäure-Gel, was ich jeden Tag benutze. Jeden Tag, ich habe davon immer welche auf Halde. Und wie gesagt, Balea, macht die doch mal in einer größeren Packung. Also, wie viel ist hier drin? 10 Milliliter. Leute, ich würde auch 100 Milliliter alle kriegen, bevor es abläuft. Und naja, dann wird es vielleicht nicht so viel Plastikmüll geben. Ebenfalls aufgebraucht, dachte ich, habe ich. Nein, Leute. Also, von Pharmaceris, das ist das Mandelsäure-Peeling mit 10%. Ganz wichtig. Die Konzentration muss 10% sein, weil in 10%iger Konzentration ist das reizarm formuliert. Also, das heißt reizarm. Aber, also das Peeling ist natürlich ein Reiz für die Haut, ein Reiz, den ihr absichtlich setzt. Aber sonst ist da jetzt kein Alkohol, keine deklarationspflichtigen Duftstoffe und irgendwelcher Quatsch drin, den ihr nicht wollt. Ja? In 5% ist das also nicht empfehlenswert, in 10% schon. Und sogar ich vertrage das mit meiner empfindlichen Haut, mit Rosacea. Also, Rosacea wird davon bei mir sogar besser, weil das ein bisschen entzündungshemmend ist. Und gleichzeitig ist das mein Ersatz für ein AHA-Peeling. Also klassisches AHA ist ja zum Beispiel Glykolsäure. Das vertrage ich nicht. Das ist für meine Haut einfach zu viel. Das ist zu scharf sozusagen. Das vertrage ich super gut. Benutze ich regelmäßig, aber naja, ich habe es ja auf dem Blog schon mal angesprochen. Im letzten Jahr hat so die faule Riechtes von mir Besitz ergriffen, auch so im Hautpflegebereich. Und deswegen habe ich es nicht geschafft, das alle zu machen, bevor es schlecht wurde. Ja. Und zum Glück konnte ich das riechen, weil das hat einen Eigengeruch und es ist auch leicht parfümiert. Und als ich mir das dann auf die Haut gegeben habe, hat es angefangen, plötzlich so ein bisschen in Kombination mit meiner Haut so fischig zu riechen. Und da wusste ich, goodbye, my lover. Also, ich habe es zu lange aufgehoben. Ich habe mir sofort ein neues gekauft und geschworen, ab jetzt wird wieder hier so richtig auf die Tube gedrückt, im wahrsten Sinne des Wortes, damit du nicht nochmal abläufst, ne, vor der Zeit. Und bei den anderen Sachen habe ich das zum Glück geschafft. Also zum Beispiel hier, das war auch, also Leute, kurz vorm, also das Pfiff schon auf dem letzten Loch, als ich es alle gemacht habe, das rote Peeling von Paula's Choice. Das ist hier mit so ganz klein bisschen Retinol drin, aber ist auch gut für trockene Haut, ist schön silikonig, sind auch noch so Öle drin und Sachen, die halt gut sind für trockene Haut, beziehungsweise gegen trockene Haut. Benutze ich immer abends, habe ich jetzt alle gemacht und das benutzt der Mitarbeiter mittlerweile auch. Und was haben wir noch geschafft, alle zu machen? Also das hier benutze ich ja immer unter den Augen, dieser Ladival Aktiv-UV-Stick. Also das hier schon so abgeschabt jetzt, ne? Jetzt hat Ladival, Achtung, wieder die Verpackung geändert. Das sieht jetzt wieder ein bisschen anders aus, aber zum Glück nicht die Formulierung. Es ist nach wie vor gut formuliert, ohne Octocrylen, mit gutem Lichtschutzfiltermix, super schön fettig schmierig für den Bereich unter den Augen. Also ersetzt auch gleichzeitig so eine fettige Augencreme, wenn ihr da so eher trockene Haut habt. Und unter der PZN 1237215 bekommt ihr nach wie vor dieses Produkt mit diesen Inhaltsstoffen, auch wenn sich die Verpackung geändert hat. Also benutze ich wirklich jedes Mal, wenn ich mich eincreme. Und etwas ähnlich sieht es hiermit aus. Also ich habe jetzt endlich, oh Gott, also wirklich. Das ist hier die getönte Variante von dieser Avène Crème Solaire, alle bekommen. Ich habe mittlerweile schon zwei neue Packungen davon, also immer eine ungetönte und eine getönte und dann mische ich die und dann ist das für mich so ein angenehmer, naja, wie soll ich sagen, Hautton, ähnlicher Ton. Okay, ihr wisst Bescheid. Also im Sommer kann ich die tatsächlich ungemischt tragen. Also dann passt mir die Farbe hier, ja, und es fällt da nicht auf. Im Gegenteil, das verhindert, dass die Sonnencreme halt so einen weißelnden Effekt auf dem Gesicht macht, eben weil sie getönt ist. Aber jetzt im Winter mische ich die, wie gesagt, 1:1 mit einer ungetönten Variante. Und ja, das ist wirklich absolut toll. Ich habe heute mineralische Sonnencreme drauf. Wie gesagt, ne, ich habe ja nicht so viel gemacht in letzter Zeit, Wochen, Monaten. Deswegen habe ich jetzt mal alles zusammengesammelt, um zu gucken, okay, was muss als erstes weg? Und ja, da gibt es wie gesagt noch mineralische Sonnencreme, die ist schon länger offen. Ne? Weggeschmissen habe ich jetzt tatsächlich das hier. Also, das ist von Bepanthol. Da steht drauf Lipstick. Also totaler Quatsch, das ist ein Lippenpflegestift. Und zwar mit Lichtschutzfaktor 30 sogar. Und ihr merkt, da ist noch einiges drin. Ne? Und ich kann euch sagen, wieso ich das Ding weghaue. Es stinkt. Also,
Es riecht halt so richtig typisch nach so, naja, Sonnenschutzsticks und da ist kein Octocrylen drin. Ich habe da extra darauf geachtet, weil ich mag das nicht, wenn da Octocrylen drin ist, weil das schmeckt dann oll. Und der schmeckt nicht so Octocrylen oll, aber irgendein anderer von diesen, ich sag jetzt mal, chemischen Lichtschutzfiltern, die hier drin sind, der riecht und schmeckt halt auch nicht lecker. Ja. Und meine andere Sonnencreme, die jetzt einen chemischen Lichtschutzfiltermix haben, also die mache ich ja nicht auf meine Lippen und weiß da nicht, ob die komisch schmecken. Aber das hier war nicht so gut. Außerdem hat das Ding geweißelt, wenn man es auf die Lippen gemacht hat. Also das hatte dann fast von so 80er Jahre so Perlmutterschimmer. Das kann man jetzt hier nicht sehen, aber auf den Lippen konnte man das sehen. Und es hat meine Lippen komischerweise nicht gut gepflegt. Und ich habe sogar das Gefühl gehabt, dass der Lichtschutzfilter da drin, also dass es nicht so gut geklappt hat. Ich benutze sonst immer so ein ganz billiges Ding einfach von Sundance, genau. Also von der Eigenmarke von DM. Da gibt es einen in Türkis mit so einer türkisen Verpackung. So ein Lippenpflegestift mit Lichtschutzfilter. Und dieses Ding, also nein. Ne? Ich habe was anderes von denen. Also einfach bloß so eine Lippenpflege ohne LSF. Finde ich gut, aber das hier habe ich jetzt einfach nur aussortiert. Und genauso sieht es hiermit aus. Also ein Beauty-Blender. Und zwar, schaut mal. Der hat jetzt hier schon angefangen, so einzureißen. Ich habe mir dann nicht mehr die Mühe gemacht, den sauber zu machen hier für dieses Video. Der hat relativ lange gehalten. Also ich kaufe diese Original-Beauty-Blender, die sind ja relativ teuer, gar nicht so oft. Also ich wasche sie regelmäßig. Ich hatte jetzt über die Feiertage einen fetten Pickel an der Lippe und habe ein bisschen Angst bekommen und dachte auch, okay, mehr Hautpflege, mehr so Zeug sauber machen und einfach mal schneller was aussortieren. Nicht, dass du dir damit irgendwie noch was Schlimmeres einfängst. Und deswegen kommt das Ding jetzt einfach weg. Ich habe noch einen anderen, der sich noch gut waschen lässt, der noch nicht einreißt, wenn man ihn kräftig ausspült. Und da habe ich gedacht, okay, dann kommt der jetzt weg. Genau aus dem gleichen Grund wie folgende Produkte. Ich habe ja gesagt, dass ich auch noch ein bisschen aussortiert habe. Und zwar so im Make-up-Bereich. Eine Sache an Make-up habe ich tatsächlich aufgebraucht. Also, die fällt noch mit unter den Aufgebrauchteil dieses Videos. Und zwar ist es hier von Tarte diese Mini-Größe der Lights Camera Lashes Mascara. Die hat mich super lange dolle angemacht, weil ich muss sagen, immer wieder wurden in irgendwelchen Videos von amerikanischen YouTubern und so genau diese Mascara hochgehalten. Und das ist einfach nur so ein ganz normales Bürstchen. Also das sind keine Gummiborsten. Und ich muss sagen, das Ergebnis war auch so sehr normal. Also jetzt weder voluminös noch stark verlängert noch irgendwas ganz Tolles. Aber ich muss sagen, ich war da so ein Verpackungsopfer. Also manche Sachen kaufe ich dann tatsächlich auch, weil sie in Videos gut rüberkommen. Es ist tatsächlich so. Also sowas ja, wenn das dann so funkelt und so schön aussieht und ach, diese Verpackung und es ist schön, ist dann so, naja, bla. Ne? Okay, deswegen hatte ich mir mal diese Mini-Größe gegönnt. Ne? Das war dann so, das schlechte Gewissen hat doch ein bisschen mitgespielt und ich habe gedacht, wir probieren es mal lieber nur mit der Mini-Größe. Die habe ich dann aufgebraucht. Ja, ganz normal. Ich würde sie nicht nochmal kaufen. Auf keinen Fall. Aber sie war zumindest nicht so schlecht, dass ich sie sofort wieder aussortieren wollte. Anders sieht es bei folgenden Produkten aus. Und die sind jetzt nicht aussortiert worden, weil ich sie so schlecht fand, sondern, naja, weil sie schlecht geworden sind. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Bisschen schlechtes Gewissen habe ich schon. Also, ich habe zum Beispiel ein Teint-Produkt. Und, oh Gott, es ist schon ganz doll schlabberig. Ich spüre das. Seht ihr das? Das hat sich da schon abgesetzt. Also die Flüssigkeit und der Glitzer der P2 Bohemian Tropics Miracle Illuminator Bronzing Fluid Drops verbindet sich nicht mehr. Also ich habe nachgeschaut. Ich glaube, diese LE ist 2017 rausgekommen. Das darf jetzt weg. Es muft. Und genauso sieht es mit den ganzen restlichen Sachen aus, die hier drin sind. Ich habe hier zum Beispiel von Max Factor einen Excess Shimmer Eyeshadow. Genau, das war die Farbe 20, Copper. Copper, Leute, das war schon immer so ein ganz, ganz heller Champagnerton. Und leider, leider, wenn man an dem riecht, stinkt der. Also, der riecht jetzt wie Kleber. Das ist einfach nur ein sehr, sehr schöner, ich sag mal, Creme-Lidschatten gewesen, der nicht stark gedeckt hat. Also, ihr merkt schon, ja, das war hier so ein Schimmerton. Gott, wenn ich das jetzt swatche, hole ich mir da irgendwas weg auf der Hand? Das ist einfach nur so ein Champagnerton gewesen, bisschen durchsichtig. Ich glaube, ich habe sogar mal eines meiner Models damit geschminkt. Wenn ich ein Foto davon finde, blende ich das hier ein. Nein, es riecht nicht gut. Oh Gott, es muss weg. Ebenfalls relativ schnell schlecht geworden, finde ich, ist hier von Catrice
So ein The Do Maximizer, ich würde sagen Vaseline-Stick, das ist durchsichtig und das sollte man sich dann so auf die Wangenknochen geben und dann hat es einfach, naja, geglänzt, so als hätte man sich da Vaseline drauf gemacht. Da seht ihr nichts, weil es ist, wie gesagt, durchsichtig. Und es stinkt. Oh Gott, das ist wieder so ein Video. Mufft das? Ja, es mufft. Und dann habe ich hier, wie gesagt, noch eine ganze Handvoll von Lippenprodukten, die auch einfach alle stinken mittlerweile. Ja, also ich habe ganz alte Sachen von Biotherm. Oh Gott, da hatte ich mal so eine Phase. Ich war auf der Suche nach dem perfekten roten Lippenstift. Und das war aus der Aquatic Shine-Reihe. Die Farbe, Moment. Gibt es eine Nummer? Die 555? Hat die keinen Namen? Macht ja gar keinen Spaß, wenn es keinen Namen hat. Hat das keinen Namen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, es war mein, naja, wie soll ich es sagen? Orangerot? Ja, so ein bisschen Tangerine mit Glitzer. Hast du keinen Namen? Oh, wie klein ist das? Konnte ich damals besser sehen? Made in Spain. Nö. Das hatte wirklich nur eine Nummer. Gott. Also ich kann euch das, ja mal zeigen. Den habe ich wirklich eine Zeit lang sehr gerne benutzt. Das war in Vorblockzeiten. Ihr wisst jetzt also, wie alt das Ding ist. Ja. Das ist so ein Rot-Orange und der Ton war so semideckend. Wie gesagt, Aquatic Shine. Oh Gott, und es stinkt nach alter Knete. So, was haben wir noch? Also, worüber wir ein bisschen lästern können. Dann gibt es Produkte, bei denen ich sage, es ist okay. Also ihr habt euer Leben gelebt, ihr dürft schlecht werden. Sachen von P2, die so alt sind, dass man hier nicht mehr lesen kann, was draufsteht. Und Moment, das riecht einfach nur ganz leicht scharf. Bei dem würde ich fast sagen, könnte man noch mal versuchen. Oh Gott, ja, ich weiß, ich bin kloppy. So, dann hier was von Catrice, Infinite Shine Lip Gloss. Die Reihe gibt es nicht mal mehr. Das war ein toller Ton. Das war Little Red Dress. Das war mein Rotkäppchen-Gloss. Ui. Warum wollte ich ihn wegschmeißen? Der riecht doch noch ganz. Ah ja, okay. Wir müssen sowieso noch mal Swatch Party machen. Der kommt auch vielleicht. Und dann hier Indie Romance, die 08 von einem Gloss von Essence. Da sahen die so aus. Sehen die heute noch so aus? Ist die Verpackung schon wieder geändert worden? Die waren toll. Also dieses Ding habe ich wirklich sehr, sehr gerne benutzt. Oh nein, 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 nein. Das ist schlecht. Ich verlinke mal das Video, wo ich das tatsächlich mal im YouTube-Video aufgetragen habe. Ich glaube, da gibt es sogar zwei. Leute, das Ding war schlecht, muss ich sagen, fand ich hier von Revlon dieses Gloss. Denn das ist das Revlon Super Lustrous Gloss. Wie nennt man das? Ich blende mal ein, wie das gesprochen wird. Lustrous. Und die Farbe ist Snow Pink. Also, ich wollte einfach nur so einen Gloss-Topper, der so. Naja, ihr wisst ja, wonach ich suche, ne? Goldglitzer macht. Und den habe ich wirklich vor noch nicht langer Zeit gekauft. Also lasst es 1 oder 2 Jahre her sein. Und das Ding ist schon old. Das kann nicht sein, finde ich. Also, ne? Denkt mal an die alten Haudegen von Catrice, wie lange die hier durchhalten. Und das hier? Nee, also das riecht nicht mehr gut. Ich muss auch sagen, es war jetzt nicht wahnsinnig aufregend. Also es war halt kaum zu sehen. Also ihr merkt schon, hier sieht man nichts, ne? So war das. Es ist, dass es jetzt nicht mehr da ist, ist okay, aber es ist nicht okay, dass es so schnell schlecht geworden ist. Und genauso sieht es hier mit diesen zwei Produkten aus. Also, die sind beide von Maybelline gewesen. Das waren diese Vivid Hot Lacquer. Das war einfach so eine Lipgloss-Reihe. Und ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, oder? Cool an denen war, dass die wirklich deckend waren. Also, ich habe hier ein wunderschönes Barbie-Rosa. Es ist das Rosa für Blondinen. Und dann so einen sehr, sehr schönen Nude-Ton. Das habe ich schon mal in einem Video aufgetragen, verlinke ich euch. Das hier hatte ich schon mal für einen Blogpost fotografiert. Der kann jetzt wahrscheinlich nie kommen, weil es gibt das Produkt nicht mehr. Ich muss allerdings sagen, dass die von Anfang an nie gut gerochen haben. Also die haben immer so ein bisschen gemufft. Und jetzt haben sie ihren natürlichen Muff und dazu noch so einen scharf chemischen, ich bin abgelaufen Muff. Ja, also es ist die Kraft der kombinierten Muffe, sage ich mal bei Maybelline. Oh, nee, Leute, gar nicht. Ich swatche euch die mal. Hier wird man tatsächlich was sehen. Und es ist wirklich, wirklich traurig, weil ich eben die Produkte an sich schön fand, aber erstmal stinken sie von sich aus und dann laufen sie schnell ab. Och, und stinken dann noch mehr, als sie eh schon stinken. Genau, also ihr seht schon, das sind eigentlich flüssige Lippenstifte, die dann auch relativ gut gehalten haben. Die waren halt so ein bisschen klebrig.
und das hat dafür gesorgt, dass man die Farbe auch eine ganze Weile gesehen hat. Ich würde super gerne versuchen, von ein paar von den Produkten, die ich jetzt aussortiert habe, ich habe da noch ein paar drüben im Bad, in meinen eigenen Beständen nach Dupes zu suchen, also nach Farbäquivalenten, weil ich brauche, ne, Anführungsstrichen, manche von denen für bestimmte Looks. Oder ich habe zum Beispiel schon mit denen mal was fotografiert und na, jetzt sind sie abgelaufen oder es gibt sie nicht mehr. Und dann muss ich ja, wenn ich das mal veröffentlichen will, hinschreiben, okay, die Farbe gibt es nicht mehr, aber ihr könnt das und das dafür benutzen. Und naja, da wird jetzt gleich noch im Bad so ein fröhliches Swatchen losgehen. Der Mitarbeiter freut sich schon. Nicht, ne? Ich habe ihn bestochen, dass ich gesagt habe, wir machen erst das vegetarische Gulasch mit den Klößen und dann gehen wir ins Bad und machen das. Ja? Also, wenn ihr Lust darauf habt, dann sehen wir uns gleich noch wieder im Abspann. Und wenn nicht, sage ich hoffe, ihr habt ein ganz, ganz schönes Jahr 2022 und wir sehen uns dann vielleicht in einem weiteren Video wieder. Also, alles Gute. Bye. Okay, bist du zufrieden mit deinen Nägeln? Geht es Nein, so? ich brauche einen Exorzismus. Was brauchst du? Exorzismus? Exorzismus? Ich habe schon vorsortiert und vorgeswatcht. Das sind hier so Haufen, die dürfen nicht verschwimmen, ja? Verstehe. Oh Gott, ich habe schon wieder vergessen, was das hier ist. Das hier habe ich noch. Oh Gott, dann noch das hier. Okay, also, wir fangen hiermit an. Diese Lippenstifte werden wir jetzt auf der Stelle einfach wegwerfen. Oh. Genau, also das sind die, für die ich entweder schon Ersatz habe, die komplett drüber sind und stinken. Das waren die, die so ganz ekelhaft gerochen haben. Willst du noch mal dran riechen? Komm. Nein, danke, nein. Doch, Nein, komm, ich denke, ich weiß, riechen! wie sie. Oh ja, die stinken. Wonach riecht denn das? Nicht faulig irgendwie. Balmstains. Und ich fand die wirklich gut. Ich hatte da mal einen zugeschickt bekommen. Und zwar war das diese Farbe hier von Revlon in so einem Produktpaket. Und das war die Farbe Lovable. Und dann hatte ich nochmal die Farbe Honey gekauft. Was ehrlich gesagt ein komischer Ton war. Es gibt zu beiden Lippenstiften Schminky Talk. Ich verlinke die nochmal. Ja, schaut in die Infobox. Die sind ja so minzig. Aber jetzt haben die noch so. Was haben die noch für so ein Odeur dazu bekommen? Beschreib mal. Alte Minze. Oh, ich kann es auch nicht sagen. Ich habe die dann auch nochmal auf den Lippen ausprobiert. Also um die Farbe hier tut es mir leid. Das war eine wirklich schöne Farbe. Das Ding war so, naja, naja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe beide kaum mehr als einmal benutzt, wegen dieses komischen Minzzeugs. Das ist ja nicht gut für die Lippen. Die können jetzt endlich weg. Halleluja. Es will flüchten vor sich. So, das kannst du auch weghauen. Und jetzt noch etwas, was ich unbedingt zeigen wollte. Einer meiner ältesten Lippenstifte, Juicy Rouge von Lancôme. Genau, der hatte eine Nummer. Das ist die 133. So. Und Juicy Rouge hieß, ich lese mal vor, Effet Mouillé Longue Durée. Also Nasseffekt und trotzdem langhaltend. Und dieses Ding. Oh Gott, das stinkt jetzt. Okay, du musst ja beschreiben, wonach es stinkt. Alte Schminke. Also. Oh, und es riecht ein ganz klein bisschen nach Käsefuß, finde ich. Oh! Ja, das war einfach nur so ein Rotgold, würde ich sagen. Moment. Oh, nee. Es ist aus. Ist jetzt vorbei. Also, ihr seht, das ist wirklich ein so sehr schimmerndes Rot. Ich hatte auch mal so einen Vergleichsblogpost gemacht. Ich kann aber noch mal das Foto dazu einblenden. Allerdings war das für mich immer ein ganz klein bisschen zu tomatenrot, aber es war halt hübsch, ne, Lancôme. Ich habe das Ding deswegen nie weggeworfen. Es war teuer. Und es sah hübsch aus. Und es war von Lancôme. Und es war teuer. Ich hatte schon erwähnt. Gut, aber jetzt muss es weg. Okay, wir fangen mal mit den Sachen an, die eindeutig weg müssen. Also, ich hatte hier von Maybelline diesen Vivid Hot Lacquer. Das ist hier einfach diese Nuance, die so total, also tot nude beige ist. Das ist die Farbe 60 Tees. Dazu gibt es, wie gesagt, ein Video. Und ich habe mich jetzt durch meine Sammlung geswatcht und ich blende euch mal die Fotos ein. Und finde, dass diese vier Kandidaten hier relativ ähnlich sind. Also es kommt keiner so hundertprozentig ran. Aber ich habe was gefunden, was meiner Meinung nach ähnlich genug ist. Und da dieses Lipgloss ja jetzt sowieso nicht mein absoluter Favorite war, ist es nicht so schlimm. Aber wenn ich mal so einen ähnlichen Look schminken will, kann ich jetzt auf meinen eigenen Blogpost gucken, auf die Fotos. Und dann sehe ich, aha, diese vier Kandidaten, die noch gut sind, die könnte ich dafür benutzen. Die können wir dann wegräumen. Tada! So, genauso sieht es aus. Hier mit diesem Vivid Hot Lacquer, einfach bloß in dem rosa Ton. Und da muss ich sagen, das tut mir sehr leid.
Das ist der Farbton Too Cute. Und Too Cute ist schlecht zu ersetzen. Also, mein Hör und Staune, ich habe nicht genug Rosatöne, um den zu ersetzen. Deswegen swatchen wir die jetzt nochmal auf deinem Arm und dann entscheiden wir mal, ja? Wo? Auf deinem Arm. Gib mal her die Handlets. Nein. Falls ihr doch mal wissen wollt, wie der aussieht, so sieht ihr aus. In a Barbie World. Life in Plastic. Der sieht aber bei mir, sah der schön aus. Ja. Ich habe auch ein Foto, wie gesagt. Ich blende das mal ein, das Foto. Aber findest du auch, dass der stinkt? Ja. Der stinkt, ne? Also, das ist es jetzt. Das ist hier der Ton. Das sieht jetzt hier viel zu kalt aus. Das ist in Wirklichkeit nicht so bläulich, ja? Also, ganz so Barbie-mäßig ist es doch nicht. Also, ich habe zumindest so ähnliche Untertöne, aber es ist nicht so wirklich. Okay, also den kann ich nicht wirklich ersetzen. Ich würde sagen, der da ist noch am ehesten. Das ist Pink Fling von Maybelline. Und meiner Meinung nach gab es den auch noch. So, dann haben wir diesen Lippenstift. Das war dieses Bourjois-Ding. Als ich da meine ganzen Schubladen durchgegangen bin, habe ich festgestellt, dass das stinkt. Das ist die Farbe, die habe ich noch gar nicht so lange. Kannst du mir mal helfen, es zu öffnen? Na klar. So, das ist diese Farbe. Aloe de Rose heißt die, also wie so Rosenwasser. Und ich habe festgestellt, dass ich tatsächlich fast ein 1:1 Dupe für diesen Muffligen hier gefunden habe. Riech mal an dem. Was ist sein Problem? Er mufft. Und ich habe entdeckt, dass Greet the World von P2, so ein alter P2 Lippenstift, also sehr nah rankommt. Ich kann euch ja nochmal die Fotos zeigen, die ich dafür schon hatte. Also ich hatte, wie gesagt, in meinen eigenen Beständen schon relativ viele Alternativen gefunden. Ja, also man sieht, der ist ein bisschen dunkler und der ist ein bisschen heller, aber vom Unterton auf den Lippen war das sehr, sehr ähnlich, muss ich sagen. Also damit bin ich ganz zufrieden, weil hier dieses Ding von P2 auch noch gut ist. Also wenn ich dann weiß, okay, ich wollte eigentlich Aloe de Rose benutzen, den kann man jetzt wegschmeißen, weil der stinkt auch, ne? Oh Gott, du hast ihn auch zerstört! Wie? Guck, niemals hat der Lippenstift wie? So ausgesehen, nachdem ich ihn benutzt hatte. Das ist so wie damals mit meinen Lip-Linern. Man darf dich echt nicht in die Nähe von sowas kommen lassen, aber das Ding darf jetzt weg. Okay, tschüss. So, und hier habe ich jetzt noch versucht, diese ganzen Nude-Sachen nachzustellen. Also, das hier ist jetzt die Farbstrecke für diesen Catrice Velvet Matte Lip Cream Stift. Es war der falsche Artikel, egal. Wir müssen jetzt weitermachen. Das war Mid Nude Season. Der ist noch nicht schlecht, aber ich habe schon mal vorsorglich geguckt und ich habe so Alternativen gefunden. Einfach nur von MAC, den Lippenstift Blankety und dann hier noch von Astor, so einen alten Lip Color Butter. Und zwar in der Farbe Coco. Und nun zeig mal deinen Arm. Also ich finde, das hier ist das Original und die beiden sind, also sie kommen relativ nah ran. Das, ne? Stimmt. Und wenn ich dann sage, okay, dann weiß ich schon, was ich benutzen kann. Und das ist jetzt das, was nicht so gut geklappt hat. Das sieht jetzt hier gut aus. Allerdings, also aufgetragen ist das ein Unterschied. Das da ist mein altes Lieblings-Smooth-Gloss von P2. Das hieß Ultimate Vinyl und das war Spicy Chai Latte. Das ist dieser Ton. Und dann habe ich versucht, einfach den mit einem ebenfalls schon etwas müffelnden Shine-Gloss von Essence zu ersetzen. Das ist das hier. Und dann hier eben noch mit diesem Plump and Shine Catrice Lip Gloss in der Farbe Rosy Amber. Das ist der Ton. Allerdings ist das zu dunkel und das ist zu hell. Und das ist, also es ist alles irgendwie anders. Und diese anderen zwei Sachen gibt es auch nicht mehr zu kaufen. Es wird ja alles ausgelistet. Das bedeutet, dieses Ding muss ich weiter benutzen und weiter behalten. Es mufft nur ganz leicht. Sollen wir mal nochmal dran riechen? Wir haben beschlossen, es riecht nur minimal scharf. Das darf vielleicht noch bleiben. Und dann habe ich einfach schon mal geguckt, für mein rotes Wutkäppchen-Gloss könnte ich tatsächlich hier von Clinique, das war mein erster Clinique-Lippenstift, den habe ich schon länger, also das Pariser Rot von Clinique benutzen. Der ist schon total alt, aber ich habe davon einfach noch ein Backup. Der ist genau. Gut schon abgetragen. Nee, der lässt sich einfach nicht rausdrehen. Ach so. Der ist kaputt. Ich habe erst bei meinem neuen, den ich dann hatte, festgestellt, dass tatsächlich mehr drin ist als so viel. Ich habe den damals gekauft und dachte, wie, das ist alles, was ich bekomme für mein Geld? Naja, und bei dem neuen habe ich festgestellt, nee, der lässt sich rausdrehen, der hier nicht, also irgendwas kaputt. Aber der ist immer noch nicht schlecht. Also, ne, ist ein Wunder. Und farblich sind die total ähnlich, also da könnte ich den dann dafür nehmen, ne? Ja. Wir müssen das dann nochmal wahrscheinlich für ein paar andere Farben machen, weil da wird ja so nach und nach noch einiges von uns gehen, oder? Jo, dann gut. Machen wir das. Okay, aber jetzt erstmal over and out, ne? Richtig. Du musst einfach nur dran ziehen. Mach kräftig. Ich rutsche. Geht's?
Hast du es in dein T-Shirt jetzt? Nein, habe ich nicht. Okay, hier gut, noch. Dann zeig mal. Parisian? Ist egal. Die heißt... Oh, du könntest auch mal ein bisschen mithelfen, finde ich. Schatz wird mich ganz übel erpressen dafür, dass ich das hier zeigen darf. Hallo? Fokussiere. Rede mit mir. Nein, lass mich. Es hatte es schon da. Oh. Und ich habe mir natürlich vorhin beim Swatchen was auf meine Wohlfühlhose mit diesen ganzen Lippenprodukten geschmiert. Oh. Lup, super Lust. Das war... Moment. Wenn ihr auch so, ich sag mal, nicht ein Problem, aber so ein künstliche Zähne, auch bei Schiene. Also, oh, hier kleben schon wieder Haare dran. Zum Glück kann man das hier nicht erkennen. Also ich habe ja da immer so eine. So, und jetzt schneiden wir zurück zu Gesichtspflege und so. Sebo Almond Peel. Almond Peel. Das ist dann so... Das. Na, wie sagt man dazu? Wasche die halt jetzt. Also eigentlich auch. Also. Hallo! Okay, jetzt mach mal das Licht aus. Mal sehen, wie es dann ist. Hallo! Ne, mach mal das Licht drüben wieder an. Das ist netter. Genau, danke. Juti, dann. Ja? Tschüss. Gut, dann wird ausgeleuchtet ohne Ende hier. Den Muffins, dem Brot und meiner Schwester. Dann komm vorbei. Tschüss. Tschüss. Achso, ich kann ja mal. So, heute vergessen wir nicht, ein Thumbnail zu schießen. Könnt ihr mal den schönen Pullover sehen, ne? Ich habe hier sogar noch die Swatch-Hand. Ist das gut? Nee, ist doch hier also. Halten. Na, mal sehen, ne? Hm. Wir sind fertig.